Quetschtitten sind eine beliebte mit Bananensirup gefüllte Spezialität aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben Listener kennengelernt, die ja wirklich schon eine super Sache sind und uns massig Features in Minecraft bereitstellen. Doch ich habe es ja am Ende der letzten Lektion schon gesagt, diesmal geht es um Items. Wir wollen nämlich in den nächsten zwei Lektionen einen einfachen Befehl, also ein weiteres Command erstellen, das unserem Spieler ein Inventar öffnet. Und auf dieses Inventar kann der Spieler eben zugreifen und in dem sollen eben Items drin liegen. Und um den ersten Teil dieses ja quasi kleinen Mini-Projekts im großen Projekt kümmern wir uns heute, nämlich erstmal um sich an diesen Befehl und um das Erstellen eines Inventars, denn das ist ja etwas ganz Neues, ist aber eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn man weiß, wie es geht. Und dann werden wir uns eben im Folgenden auch bald um Items kümmern. Doch erstmal möchte ich mir, wie schon gesagt, ein neues Command erstellen, das ich zum Beispiel einfach mal Kit-Command nenne. Denn viele Server haben ja so ein /Kit-Kommando, wo sich dann ein Inventar öffnet und man kann da eben, was weiß ich, irgendwas rausnehmen. Wie wir es jetzt schon kennen, brauchen wir hier natürlich unser Command-Executor-Interface. Das ist ja nichts Neues, das ist eigentlich so ein bisschen Wiederholung, dieser erste Teil. Muss ja aber sein, denn ich kann nebenbei mal sagen, während ich dieses Command so ausfülle, wie wir es kennen, also mit dem Command Sender Sender, dem Command Command, diesem String Label und unseren Argumenten. Dieses Grundgerüst ist wirklich Grundwissen und ich mache das eigentlich im Normalfall nicht, dass ich irgendwas sozusagen einfach so tippe, ohne das im ja mit euch zusammen zu machen. Das finde ich immer ein bisschen doof. Deshalb machen wir hier auch diesen Command Block erstmal so zusammen. Wir fragen also erstmal ab, ob unser Sender ein Spieler ist. Das kennen wir ja, also Sender Instance of Player. Und wenn wir es mit einem Spieler zu tun haben, dann können wir erstmal Player importieren. Schwupp, und wir sagen einfach, unser Player Player, den erstellen wir uns als Variable, ist eben der Spieler, der sozusagen vom Sender gecastet wird. Das haben wir ja auch schon mal gehabt. Und jetzt wollen wir natürlich auch abfragen, ob dieser Spieler zuallererst meinetwegen mal die Permissions hat, um diesen Befehl auszufüllen. Und die Permission nenne ich einfach mal tutorial.kit. Und wenn er die nicht hat, können wir natürlich auch wieder eine Nachricht aussenden an diesen Spieler, player.sendMessage. Zum Beispiel in Rot. Dazu hast du keine Rechte. Das ist also wirklich alles Zeug, was ich an der Stelle gar nicht weiter erklären muss, denn das wurde natürlich schon im Laufe dieser Serie hier von mir komplett erklärt, also sollte es da auf gar keinen Fall Schwierigkeiten jetzt geben. Und wir machen noch eine Command-Abfrage, nämlich ob diese Argumentenlänge, die wir haben, gleich 0 ist, denn unser Spieler soll nicht irgendwie /kit123 oder so eingeben können. Wir sagen hier einfach dann auch, falls er irgendwas anderes eingibt, player.sendMessage, bitte benutze, und dann meinetwegen in Orange wieder, kann ich ja mal hier einfügen, brauche ich gar kein Plus, so, /kit, so, mehr soll es gar nicht sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zum interessanten Teil, der wahrscheinlich an sich kürzer geht als an sich die Erstellung dieses Commands. Wir wollen uns ein Inventar erstellen. Und so ein Inventar können wir uns natürlich als Datentyp auch wieder vorstellen, nämlich als eine Klasse, die es wieder von SpyGit gibt, das sogenannte Inventory. Und diesem Inventory können wir jetzt einfach mal einen variablen Namen geben, zum Beispiel Inventory. Inventory selber müssen wir natürlich importieren, ist eine Klasse aus dem org.bucket.inventory-Package. Und so ein Inventory erstellen wir nicht einfach als neue Instanz, also wo wir jetzt sagen könnten New Inventory. Nein, das machen wir auf einem anderen Wege, nämlich über eine Methode aus unserer Klasse Bucket. Es gibt nämlich die Methode bucket.createInventory. Ihr seht, diese Methode ist überladen. Wir haben die nämlich in vier verschiedenen Ausführungen. Zuallererst mal haben wir einen Inventory Holder bei allen Inventaren dabei. Was das ist, ist eigentlich für uns vollkommen uninteressant. Ihr seht, es ist sowas wie der Besitzer, also der Owner dieses Inventars. Aber das ist für solche Spielinventare oder meinetwegen Inventare eben mit Items überhaupt nicht wichtig, weswegen wir diesen Inventory Holder eben auf Null setzen, also quasi ohne Daten. Danach haben wir die Größe des Inventars, die wir angeben können.
Und zusätzlich den Titel in Form eines Strings. Also das sind die beiden Datentypen String und Integer, die euch natürlich bekannt sind. Darüber hinaus gibt es hier noch sowas wie ein Inventory Type, der uns allerdings auch erstmal überhaupt nicht interessiert. Mit dem arbeitet man im Allgemeinen eben genauso selten. Viel interessanter ist eben diese Methode hier, die ich ja eben schon gesagt habe, mit dem Ordner, der Größe und dem Title. Natürlich könnt ihr eben auch die anderen Methoden dazu verwenden, die aber, wie schon gesagt, generell nicht so populär sind. Der Inventory Holder, ich habe es eben erklärt, den setzen wir null, einfach weil der gar keinen Wert braucht an der Stelle, weil der von uns und für das Inventar selber gar nicht vonnöten ist. Genauso wie die Größe, da ist jetzt ein bisschen was Wichtigeres, denn die Größe, ihr kennt es ja bestimmt, wenn ihr es euch einfach mal vor eurem inneren Auge ja vorstellt, besteht ja aus Reihen und eine so eine Reihe, die beinhaltet jetzt 9 Slots, sprich, wir könnten zum Beispiel sagen, wenn unser Inventar jetzt letztendlich 3 Reihen hat, dann haben wir 27 Slots, da das 9 mal 3 Slots sind. Sprich, wir dürfen hier jetzt nicht einfach die Anzahl der Reihen eintragen, wie bei mir zum Beispiel 3, sondern das muss eben genau diese Anzahl von Slots sein. Und generell macht man es da so, dass man eben zum Beispiel, weil wir sind ja Programmierer, wir sind eben faul, statt 27 einfach 9 mal 3 einträgt. Somit kann auch kein Rechenfehler unterlaufen. Unser Programm rechnet hier sozusagen durch, dass 9 mal 3 Slots gebraucht werden und das Ganze führt eben trotzdem zu 27. Ist also ein bisschen smarter. Und den Titel können wir natürlich auch festlegen. Den kann ich zum Beispiel mal in dickem Orange machen, also mit den Farbcodes 6 und L, wo ich da zum Beispiel sage, Kit Inventar oder so. Ist also relativ egal. Der Titel selber wird dann eben angezeigt. Das werdet ihr dann auch sehen. Gut, auf jeden Fall müssen wir dieses Inventar, das wir jetzt als Variable erstellt haben, auch noch unserem Spieler öffnen, indem wir einfach sagen player.openInventory ist also eine Methode, wo wir eben ein Inventory übergeben können. Und wenn wir jetzt das Inventory übergeben, dann sollte unser Spieler dieses Inventar eben angezeigt bekommen. Natürlich können wir jetzt darüber hinaus auch noch unserem Spieler meinetwegen eine Nachricht senden, zum Beispiel mit dir wurde das Kit-Menü geöffnet oder so. Ist ja ganz egal. Und dann sollte das Ganze auch schon funktionieren. Was wir als letztes machen müssen, ist natürlich jetzt noch dieses Command zu registrieren. Zuallererst mal in der Plugin.yml, wo es jetzt wieder ganz wichtig ist, ihr kennt es ja schon von unserem ersten Command, hier unter Commands Doppelpunkt zu gehen. Und indem wir jetzt hier wieder 3 Leerzeichen einbauen, können wir dann natürlich das neue Command Kit registrieren. Und wie ihr es kennt, wenn ihr darunter geht, könnt ihr mit 3 neuen Leerzeilen einfach die Description noch setzen, wo ich jetzt zum Beispiel mal sage, öffne das Kit-Inventar oder so. Ist ja auch ganz egal. Wichtig ist nur, ihr habt es jetzt bei mir gesehen, ich habe das Öffnen nicht mit Ö, sondern mit OE geschrieben, was einfach damit zu tun hat, dass der Dateityp .yml eben diese Buchstaben wie Ö, Ü und Ä gar nicht erkennt. Das würde also sofort zu einem Fehler führen beim Starten des Servers. Deshalb müsst ihr das einfach zum Beispiel mit OE, AE und UE natürlich ersetzen. Und dann funktioniert das Ganze auch ganz einwandfrei. Und natürlich zum Schluss müssen wir das Plugin, das Command noch in unserer onEnable-Methode registrieren. Das heißt, wir sagen dort einfach getch Command, wo wir das Kommando mit dem Namen Kit registrieren und dazu den Executor setzen, nämlich eine neue Instanz unseres Kit-Commands. Gut, das ist eigentlich auch schon alles und wir können unser Plugin direkt mal exportieren auf unseren Server. Das geht ja hier ganz fix und eigentlich war auch gar nichts Neues dabei jetzt hier in dieser Lektion. Das Einzige, was eigentlich neu war in dem Sinne, war natürlich das Inventar selber, was aber ja wirklich auch eine ganz einfache Sache ist. Ich denke auch leicht verstehbar. Auf jeden Fall starte ich mal den Server. War halt eben jetzt nur ganz gut mit der Erstellung des Commands, damit wir eben die Items dann schlussendlich in der nächsten Lektion auch setzen können. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier mal auf meinem Server bin, ihr seht, die Join-Nachricht ist immer noch schön umgesetzt aus der letzten Lektion, kann ich einfach mal das /Kit-Kommando benutzen. Und dann sehen wir schon, hier wurde das Kit-Menü geöffnet. Wir haben hier ein wunderschönes Kit-Inventar, eben wie wir es wollten, mit 3 Zeilen. Ich habe es ja so eingestellt mit 3x9. Mir fällt hier nur auf, ich habe Kit klein geschrieben, was in unserer heutigen Gesellschaft natürlich nicht duldbar ist. So ist auf jeden Fall schon besser.
Aber ihr seht, schlussendlich klappt natürlich alles so, wie wir es uns eben vorgestellt haben. Die Nachricht wird mit ausgegeben, der Titel ist eben so gesetzt und wir könnten hier natürlich Items ablegen. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Lektion, denn wie schon gesagt, das soll erstmal reichen für heute. Ihr wisst, wie man Inventare erstellt und wie ihr diese eurem Spieler öffnen könnt. Falls dir meine Videos gefallen, dann empfiehl diesen Kanal doch bitte bei deinen Freunden weiter oder abonniere ihn selber und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ach ja, schau doch mal auf meiner Website vorbei, du findest sie in der Videobeschreibung.